Gedanken bleiben frei. Sie halten sich für die Klügsten der Welt. Oh, wie sind sie klug. Besiegelt nur das, was ihnen gefällt. Habgier und Betrug. Dass überall auf dieser Welt die Menschheit sich empört, darüber rümpfen sie doch nur die Nase und schicken uns ihren schwarzen Block. Freunde, nun ist mal genug. Ja! Wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen nicht und auch das Zusammensein. So steht es schon im Grundgesetz geschrieben. An jedem Ort und auch zu jeder Zeit. Mit lauten Schindersassa und Bumsfallera, so blasen wir zum Abmarsch der Tyrannen. Wir lassen uns den Mund doch nicht vernieten. Das Wort und die Gedanken bleiben frei. Eins, zwei, Occupy! Gedanken bleiben frei! Gedanken bleiben frei! Wir singen am Rhein, wir singen am Main und wir finden's schön. Die nach dem anderen fällt uns dann ein, weil wir uns verstehen. Wir nehmen uns die Plätze, die dem Volk gehören, und machen dort eine fette Assemblée. Und erst wenn wir damit fertig sind, werden wir nach Hause gehen. Ja, ja, wir lassen uns das Singen, wir lassen uns das Singen nicht verbieten. Das Singen. So steht es schon im Grundgesetz beschrieben. An jedem Ort und auch zu jeder Zeit. Eins, zwei, Occupy, Gedanken bleiben frei. Ich verkauf noch dieses Wertpapier, mach die Pan. Ich komm zu fürchterlich seit zwei Tagen. Ich rede nicht für die Leute, die hier in den Zelten sind oder die unmittelbar in der Umgebung stehen. Das sind Aktivisten, die wissen das. Ich rede da hinten für die Leute, die ihren Kaffee trinken. Für die Umstehenden, die zufällig vorbeikommen. Ich bitte Sie, mir noch ein, zwei Minuten Ihr Ohr zu schenken. Weil es sind wichtige Dinge, warum wir hier sind. Bitte laufen Sie nicht einfach vorbei. Überlegen Sie mal, wir sagen immer hier in Deutschland, uns geht es doch noch gut. Ja, mir geht es auch gut. Ich habe eine gut bezahlte Stelle, deswegen kann ich euch hier besuchen und kann etwas von dem Geld in den Aktivismus stecken. Aber wir haben Niedriglohn, wir haben Kinderarmut, wir haben Perspektivlosigkeit. Wir können sich keine Familien mehr gründen, weil wir keine festen Arbeitsverträge mehr haben. Die Leiharbeit, die wird immer prozentual stärker. Die 400-Euro-Jobs, die werden stärker. Mit Schlecke hat man ein wunderbares Beispiel. Die festen Arbeitsstellen, die sind, die werden auf 400-Euro-Basis gesteckt. Und das ist, ich bin kein direkter Gegner des Kapitals, für mich gibt es noch nichts anderes. Aber das sind die Auswirkungen und darüber muss man reden. Und ich möchte bitte mal, dass Sie Ihren Fokus nicht immer auf Deutschland richten, sondern was hier in dem europäischen Ausland los ist. Das sind nämlich Probleme, die direkt von Deutschland verursacht sind. Genau. Nicht von Ihnen, die ihren Kaffee trinken. Und auch nicht von den Rentnern, die hier zuhören. Und auch nicht von uns, sondern von dieser Politik, von dieser neoliberalen Politik in Deutschland, die die Menschen hinten runterfallen lässt. Ja. Warum geben wir den ganzen umliegenden Ländern Geld? Nicht, damit sie nicht kaputt gehen, damit sie von uns die Waren kaufen können. Kriegswaren, die momentan meiner Meinung nach unnötig sind, weil wir befinden uns nicht im Krieg mit dem umliegenden Ausland. Also ich bitte Sie, was in Griechenland passiert,
Menschen, keine Perspektive. In Spanien sind genau dieselben Bedingungen. Die Spanier, die wehren sich momentan, sie kriegen das in den Nachrichten mit, weil die Troika, das ist eine Knebelung, andere Länder und zum Großteil mit über 27% der Stimmanteile, unsere Frau Merkel, tun dann anderen, sagen hier, ihr müsst sparen, damit wir von euch weiter profitieren können. Das ist nämlich die Wahrheit. Wir profitieren von dem Elend, was momentan in Europa um sich geht. Tut mir leid, wenn ich viele aus ihrem Traum, in dem sie leben, herausreiße. Aber bitte, schauen Sie um sich, unterhalten Sie sich. Das ist eine Ausdrucksform des Protestes, um Leute wie Sie zu erreichen. Damit Sie zu uns kommen, mit uns reden, damit wir Ihnen sagen können, wo die Probleme liegen. Geben Sie uns eine Chance. Wir sind keine Verrückten. Wir sind Rentner. Wir sind Selbstständige, wir sind Arbeiter, wir sind Arbeitslose, es gibt Lehrer dabei, es sind Rechtsanwälte dabei. Ich persönlich bin in einer Gruppe Occupy Money in Frankfurt. Der Herr Professor Helge Polkert ist dabei, die Professorin Katrin Kennedy ist dabei. Also es sind sehr, sehr honorare Personen da dabei, wo man sagen kann, die werden von der Gesellschaft auch akzeptiert. Das sind nämlich nicht nur die Leute, die in den Zelten liegen. Die tun für uns nur die Dreckarbeit, damit wir hier nämlich mal reden können. Und jetzt, bevor ich aufhöre, möchte ich noch eins sagen. Ich war auch bei Blockupy dabei in Frankfurt. Und was da passiert ist, das habe ich noch nie erlebt hier in Deutschland. Ich bin mir vorgekommen, als wenn ich in Kiew gewesen wäre. Meine Grundrechte, die wurden mit Füßen getreten. Die Aktivistin hat es schon gesagt, von der Truppe hier, was da passiert ist. Man durfte nicht mal das Grundrecht verteilen und hochhalten. Ein Polizist hat gesagt, wenn Sie das weiter hochhalten, nehme ich Sie fest. Ist nicht mich, aber eine andere Aussage, die gesichert ist. Und da möchte ich auch nicht auf die Polizisten rumhacken. Es geht nämlich um die Dienstanweisung, die sie erhalten hatten. Es geht um die Gesetze in Hessen, dass so die ganze Regierung, der Innenminister, das gemacht hat. Ich bedanke mich hier in Düsseldorf, dass es nicht so ist. Und ich sage Ihnen eins, bitte geben Sie uns eine Chance. Informieren Sie sich bei uns, um was es geht. Es geht um Nahrungsmittelspekulation. Es geht um Raubbau. Auf der ganzen Welt sind Verhältnisse, das können wir nicht zulassen. Wenn Sie diese Verhältnisse merken, ist es für Sie zu spät. Deswegen kommen Sie und informieren Sie sich. Dankeschön. Ich kann hier nicht weiter hier bleiben, Musik machen. Für unseren Konsum bringen wir uns selber um, weil wir den Planeten, auf dem wir leben, für das Wachstum alles nehmen. Bodenschätze landen auf dem Müll, weil jeder neue Spielzeug will, verpackt in Plastik, eingeschweißt und um die halbe Welt gereist. Bis alle! Occupy! Wisst ihr schon, für Geld und Gier achtet man keine Leben mehr. Mensch und Tier wird tot gequält, auch der Profit ist das, was zählt. Kinderarbeit ist genehm, wenn wir auf Schokolade stehen. Auch der Kaffee, der ist uns wichtig, die dafür schuften neu und nächtig. Occupy the sky. Hebt eure Stimmen. Time for a change. Jetzt kann es gelingen. Lasst alle gewinnen. Occupy the world. Hebt eure Stimmen. Occupy the sky. Hebt eure Stimmen. Time for a change. Jetzt kann es gelingen. Lasst alle gewinnen. Occupy the world. Hebt eure Stimmen. Schon Krieg und Terror war, kurbelt nur die Wirtschaft an. Die Waffen in
Industrie, sie lacht. Aus Leid und Tod hat sie Geld gemacht. Die Verluste ans Volk, die Gewinne privat. So geht der Umverteilungsstaat. Wir haben diesen Wahnsinn satt. Dafür besetzen wir die Stadt. Cha-cha-cha! Occupy the South! Mit eure Stimmen! Time for a change! Jetzt kann es gelingen! Wir ändern das Spiel! Lass alle gewinnen! Occupy the World! Mit eure Stimmen! Occupy the South! Mit eure Stimmen! Time for a change! Jetzt kann es gelingen! Wir ändern das Spiel! Lass alle gewinnen! Occupy the World! Mit eure Stimmen! Occupy! Occupy this town! Schon, jetzt ist soweit, wir wachen auf eine neue Zeit. Ohne Zins und Schuldengeld erschaffen wir eine bessere Welt. Schluss mit Konkurrenz und Neid und mit dem Hass und Zeitvertreib. Es jenseits von dem Dir und Mir kommt Heilung in das große Wir. Occupy the South, erhebt eure Stimmen. Time for a change, jetzt kann es gelingen. Nicht auf die Straße gehen durfte und nicht demonstrieren durfte.